Wenn ich sie erst in eine unmoralische Beziehung zerren muss, damit sie ihren Job loswerden, kann's losgehen. Von mir aus auch. In solchen Fällen muss ich das fragen. Ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, wenn jemand so viel Geld bar auf die Hand will. Aber es ist mein Geld und es geht sie überhaupt nichts an. Sind Sie verwandt? Jetzt reicht's. Es ist mein Geld und es gibt reichlich davon. Und fangen Sie gar nicht erst an, mir zu erzählen, dass dieser Schwachsinn meinem Schutz dient, denn das ist mir klar. Es ist genug Vermögen da, meine Familie ist Kunde bei dieser Bank, seit mein Schwiegervater sie gegründet hat. Also geben Sie mir jetzt $260.000 auf die Hand. Wirklich in bar, sind Sie sich da sicher? Sicher, ja, ganz sicher. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten steckst. Ich will gar nicht wissen, welches Problem du hast. Aber dir muss eines klar sein. Ich habe mich schon mal von Leuten verabschiedet, die ich liebe. Was war denn eigentlich mit Dad? Setz dich. Ich habe dich eine halbe Million Dollar gewinnen sehen. Es waren sogar schon 2,5 Millionen Dollar. Das hast du gebunkert? Gar nichts. Wenn man 2,5 Millionen Dollar gewinnt, weiß jedes Arschloch auf dieser Welt, was das heißt. Das verschafft dir für den Rest deines Lebens den Status Fuck you. Jemand will, dass du irgendwas machst? Fuck you. Dein Chef nervt dich? Fuck you. Das Leben eines klugen Mannes beruht auf Fuck you. Wenn ich dir dieses Geld gebe und du es mir nicht zurückzahlst, ist alles erlaubt. Wenn du gewinnst, steigst du aus. Was willst du zu mir sagen können? Ich habe ein Auto und ein Haus und es ist alles bezahlt. Fuck you.